Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer, ja, Nessa-Folge heute Abend ganz spät. Wir haben fast, wie spät haben wir? Sag mal einer die Uhrzeit von euch. Halb eins nachts, verdammt, und ich muss morgen arbeiten. Und ja, deswegen hau ich noch schnell eine Nessa-Folge raus, weil, ja, morgen komme ich nicht dazu. Und ja, mit wem spiele ich heute? Fangen wir mal mit N2G. Weiter kann ich nicht lesen, sag's einfach. Da sind zwei dabei, ne? Nö, ich sag mal. Jasko und Sexsüchtig. Die Sexsucht. Und den Feuerwolf, den Jan, den kennen wir ja auch schon aus diversen Folgen. Jo, hi. Ne? Ist aber ein ganz lieber, ist ja auch aus dem TGC-Clan. Dementsprechend egal. Jetzt werde ich nicht mehr ganz so viel quatschen, weil wir zocken einfach zusammen und versuchen uns jetzt erstmal zu finden. Ja, ich starte. Da fangen wir schon an, wo seid ihr denn? Ich starte erstmal mit einem Taschenmesser wieder. Küchenmesser wollte ich ja sagen. Hatte einer von euch schon mal das Chefmesser? Warte, ich tue euch jetzt mal eine Gruppe ein. Was ist das? Ist so ein spezielles Küchenmesser. Hast du eine gewisse Chance mit Spawn? Bergalt. Warte, ich lade euch gerade ein. Ihr müsst auch annehmen. Jawohl. Firewolf, da ist er. Da ist er. Boah, doch, dieses jetzt, Piepen. Jetzt sehe ich dieses N2G bei beiden. Aber ich muss meinen Weg wieder wegmachen. Er kennt meinen Namen gar nicht, oder? Ich nehme mich um. Aber aus okay. Der Grave Robber wieder rein. Ne? Oh, ihr seid. Einer ist Riverside bei euch? Nee, ihr seid zwei bei The Riverside. Ich gehe auch noch Riverside. Und ich gehe erstmal zum Loot Drop. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe nämlich nichts in der Tasche. Wo ist denn der? Wieder mal gekillt. Ja, lass mal alle hingehen. Nein, ich wurde gerade angeschrien. Oh, gleich ein Shrieker. Ich laufe 10 cm und da kommt. Ich schau mal, ob bei St. Williams ein Rucksack liegt. Aber nur zur Info für die Zuschauer, ne? Das sind die Überbleibsel von meinem Event gestern, ja. Ist gestern. Ja, kann man sagen, ne? War halt ein ziemlich schwieriges Event, aber war trotzdem lustig. So. Ich hab so viele Waffen und ich. Ein bisschen Munition, ey. Ich tausche eventuell. Außer 9mm. 80 Schuss. Ich hab auch gestern. Ich hab wieder richtig verbraten im Event, also. Ich hab nur noch verschenkt. Ja, ich hab gleich am Anfang auch. Mhm. Ich bin schon wieder. Ey. Der Dollar verloren. Zwei Schritte aus der Slipstone raus und schon tot. Gibt's da nicht. Was denn? Ah, aber guck mal, wo ich bin. Ich erschütze nämlich. Ich bin sofort bei dir. Dann legen wir mal los. Ey, wo seid ihr? Map. Tot, Alter. Ihr seid beim Loot Drop. Mann. Ah, da ist er doch fast schon wieder. Na gut, dann komme ich gleich zu euch. Wir können uns ja fast treffen, warte. Also jetzt komme ich zu euch. Du bist hinter mir, Tim, ne? Ich muss mich kurz noch einloggen, ich habe mich in den Zaun festgehangen. Genau, tacken weg. Wer ist gleich beim Loot Drop von euch? Ich. Ja, da wollte ich gerade hinflitzen, aber hat wohl keinen Sinn. Okay, ich bräuchte eine neue Einladung. Wieso? 10 Minuten noch. Man muss ja da bleiben immer und dann kommen andere Spieler. Schatzko? Oder Och, Katzko, wie man es ausspricht. Jasko. Kannst du mich einladen? Wer warst du denn? Ich guck gerade. Ich hab gerade einen Kreischer, ich hab gerade ein Problem. Boah, die Sonne ist aber besonders hell jetzt gerade. Guck mal in der Richtung Sonne. Ist ja unglaublich. Was, wer warst du? Firewolf. Ach, Firewolf. Warte. Ganz unten. Danke, danke. Hast du? Ja. Jo. Wie viele Leute haben wir uns auf dem Server, warte? 21. Das geht. Wir sollten uns vielleicht mal irgendwo versammeln. Tim, ich hätte einen Rucksack für dich, wenn ich es zu dir schaffe. Oh Gott. Ich darf keine Rucksäcke aufsetzen, ne? Da bin ich sofort tot. Aber wenn du willst, ich habe noch ein Scharfschützengewehr über. Ach du, dann bin ich noch mehr tot, wenn ich das mache. Ich hab meins erst verloren vorhin. Also Küchenmesser ist für mich schon die beste Ausrüstung, die ich haben kann. Jungs, hier liegt richtig viel. Ich habe eine Mac DR-15 gefunden. Ey, wie? Eine Pistol. Die liegt da rum. Dann auch bei einem Spieler. Ja. Ey, komm da jetzt hin, Alter. Aber ich verzieh mich gleich wieder, weil ich weiß ganz genau, dass gleich hier jemand kommt.
Boah, ist die Sonne heute hell. Warum? Die hat, mich noch nie, die hat mich aber noch nie so geblendet wie jetzt gerade. Oh nein. Boah, ich zieh nur noch das an. Habt ihr eigentlich schon mal eine Granate an einem Gegner getestet? Oh ja. Ja, ich sterbe nie sofort, oder? Das haut auf jeden Fall fett Damage. Ob ihr jetzt sofort sterbt, das kann ich dir nicht sagen. Also Achtet auf die Leben an. Also ich, würde mich bereit erklären, mich zu opfern, um das zu testen. Ich muss mal sehen, ich habe noch nie geguckt, wie viel so eine Granate an Damage macht. Ja? Für ein Video würde ich sagen, ist das eigentlich ein optimaler Test? Weil ich mache ja gerade ein Video. Ich habe gerade gar keine dabei. Ach so. Wie toll. Und wenn euch der Free Kill gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch. Soll ich öfter von Granaten gekillt werden? Abonniert mich. Macht doch vielleicht so eine Nether-Mythos-Reihe. Die ganze Erde liked. Mythbusters. Was, ja, genau. was bringt die Granate? Machen Flash Grenades Schaden und keine Ahnung, wie sonst. Also wenn ihr jetzt demnächst kommt, müsstet ihr auch noch was abstauben können. Ja, ich bin dabei, Mann, schlimmer. Ich versuche das Leben zu retten. Wisst ihr, wie das am besten funktioniert? Wenn ihr euch genau in die Wiese legt, also ganz auf den Boden legen, ne? Nicht nur in die Knie. Und dann hört ihr ja diesen Loot Drop. Der knackt so komisch. Echt? Ja, 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 und die anderen also so, laufen wie so ein kleiner Helikopter kommt da runter und den hörst du richtig. Ach so. Ja, Amazon-Drohne. Immer ins hohe Gras fertig warten. Und diese Spitze, wo der Loot-Drop hinzeigt, genau an dieser Stelle kommt er auch. Also der ist nicht irgendwo im ganzen Park, sondern genau an der Stelle. Ah. Ja, nur da. Warte mal, Infos wissen, das ist, ja, das lohnt sich mal zu hören. Ja. Guck, da kommt jetzt einer. Das hört man jetzt gerade. Ich nicht, ich höre ein Feuer. Hier kommt gerade die Kiste runter mit so Propellern. Ich finde auch ich da jetzt hin. Lohnt sich nicht, ich kriege wieder zurück. Scheiße. Nur ein Katana und noch irgendwas. Nur ein Katana? Ich liebe das Katana. Da ist auch dieser... $65. Ja, ich bin jetzt auch da. Wer ist da? Rodico. Hab ihn abgezogen. Ich habe schon wieder so ein Geräusch gehört. Ja, ich würde sagen, der ist tot, ne? Also ich habe auf jeden Fall übelst die Schüsse gehört, schon wieder. Ich auch. Links. Das war ich. Also ich bin jetzt auch hier, nicht, dass ihr euch erschreckt. Also ich bin ziemlich nah bei euch sogar, ja. Ich kann es halt durch die ganzen vier Ecke dann nicht mehr sehen. Da rennt einer mit einem Hut, der haut gerade ein Viech. Bist nee, du das? Ich mach nichts, ich hau nichts. Das war ich, ganz ruhig. Ah, Sexsucht, ja. Sexsucht. Ja, weil ich bin ja auf dem krank geworden. Ey, darf ich das Küchenmesser haben? Guck mal, Tim. Nee, ja. Rucksack nicht, kannst verkaufen. Hier kannst du dich perfekt hinlegen, guck mal. Ah, man sieht aber den grünen Rucksack sieht man deutlich. Du hast mir gefallen und guckst mal zum Krankengebäude. Das ist kein Rucksack, das ist eine Pflanze. Ach so. Krankengebäude, welches? Schau mal, und wenn du dich hier hinlegst, dann siehst du den gleich anfliegen. Meinst du das? Und den hörst du auch. Ja gut, man, also wenn ich hier jetzt deinen riesen Namensschild nicht sehen würde, würde ich doch dich übersehen können. Ich bin jetzt gelandet. Wo denn? Bei dem Haus. Leg dich mal hier hin. Wenn dich jetzt jemand sieht, dann hast du ein Problem. Hä? Jetzt liegst du auf mir drauf, oder was? Ja, ich bin irgendwie über dir rüber gejumpt. Ganz komisch jetzt. Hallo? Nicht pervers werden, ja? Ach, hier liegt einer, okay. Eure grünen Rucksäcke sind so auffällig. Ja. Also der grüne Rucksack, der hebt sich hervor. Auf jeden Fall von den gelben Blumen. Das ist das Problem. Warte, Tim, kommst du gerade her? Siehst aber auch aus wie so ein kleiner Schuljunge, ne, mit deinem grünen Rucksack. Ja, da. Für dich. Schon mal besser als nichts, ne? Wer, was, wo, wann? Wo ist das für mich? Ja. Achso, du hüpfst da hinten. Oh, ein Medium Backpack. Das wird ja, wie lange dauert es circa, bis da mal ein neuer kommt? Ich glaube, zwei Minuten. Warte, ohne Witz, also letztens waren es um die 5 Uhr circa. Jetzt habe ich einen größeren Rucksack und ich werde gleich sterben. Das ist ganz kann sicher. Einer von euch vielleicht mit mir in das Haus da vorne kommen und mir decken? Das Haus da vorne. Ja, Mann, du, deine Uniform sieht verdächtig nach irgendwas aus, ey, Firewolf. Ja, halt so Soldatenlook, ne? Ja, erinnert mich an irgendwas. Nein, jetzt lassen wir das mal sein. Der Helm ist cool, aber der kostet $4,500 leider. Ach, die habe ich auch nicht so einfach zu bekommen. Warte mal, die habe ich auf hohen Kante. Ich habe nur $51. Na, das reicht nicht ganz, aber du kannst ihn ja für ein paar Minuten mieten, wenn du willst. Ja, für eine Minute. Warte, ich hab irgendwas angezogen. Schwieger. Hey.
denke mal, dass ich das war. Wer macht denn da mit der Taschenlampe rum? Denke, aber geht nicht an. Da doch, ist er, doch, da doch, ist er, der ist hier. Halt die Klappe, du siehst ihn nur bei einer hohen Grafikeinstellung. Achso. Und Scheiß, wie den hier haben. Aber ich sehe ihn eigentlich sonst immer. Was sollst du denn hier oben machen? An sich ganz einfach, folge mir. Ja, da kommt wieder einer angeflogen. Siehst du das? Ja. Ich hört schon. Wir machen das Ganze jetzt so. Für dich? Nein. Und für dich. Ich brauch die Ammo, ich brauch die Ammo, ich hab die Waffe. Ich versuch dich zu decken und du kannst ein bisschen da runterschauen mit dem Ding. Hat er, ich hab aber nur die Munition dabei, also. Hast du alle sonst? Ach Scheiße, die brauche ich gar nicht. Die Muni? Für die Waffe. Ja, für die andere Waffe, aber nicht für die, wo ich jetzt gerade hab. Warum bin ich so hoch, Rockerbitten? Aber der Server ist ja viel zu leer, das macht doch keinen Sinn hier. Ja, ich würde mal Richtung Lootdrop schauen und mal vielleicht die umgehenden Häuser checken. Brauchst du die Muni doch nicht? Ja, für die andere Waffe im Inventory, hier, da hinten liegt auf, ne? Da liegt auf jeden Fall Loot. Ey, ja, eine Streitaxt. Das kann man doch sehen mit einem Fernrohr, nicht schlecht. Warte mal. Was, ein Sniper oder wie? Ja, eine Crew hat er mir gerade kredenzt. Und ich bin ja nicht so der Sniper, sag ich mal. Ich bin ja eher der Rumlümmelt-Spieler. Auch wenn ich gerne mal doch auch mal einen in eine Birne schieß. Hast du nicht mal in irgendeiner Folge einen vom Dach runtergeholt? Ja. Ja, und du musst gleich nicht mehr, wo der Loot liegt. Das war auch eine so Zusammenzocken-Folge. Ja, du wusstest nicht mehr, wo der Loot von dem Typen lag. Ja, das ist ja der Doofe. Du hast dich einen abknallt hier so weit weg, dann komme ich ja gar nicht mehr zum Loot hin. Ohne dass ich mich dann auch selber in Gefahr bringe oder der Loot sogar weg ist, wenn ich da ankomme. Das ist ja auch dann sinnlos. Ja, der hält so, glaube ich, 3-4 Minuten, 5 Minuten maximal. Oh. Ich falle gerade runter. Wieder? Ich habe überlebt. Ich hab dir ein Medikit gegeben. Ne, war nix. Bin nur eine Treppe runtergestürzt. Ich kann man hier eine Wände lang laufen? Ha, alter Schwede. Übelst gefährlich. Boah, Alter, da wird ein verschwindelig, wenn man das... Hast du denn da? Alter Schwede. Der letzte Drop kommt gleich. Ja. Aber so wenig sind das ja nicht, die online sind, für die Zeit. Wisst ihr, was ich mal gerne probieren würde? Diesen Nether Search. Boah. Ja, Mann. Da bin ich außersehen schon mal reingeraten. Das ist also echt Hardcore, Schuss, ne? Vorschuss hat er 1% weniger, also... Brauchst du 100 Schuss für den? Wenn man da auch nur mit 100 Schuss hinrennt? Schade, dass der Reaper nicht da ist. Der ist ja gar nicht mehr so schwer zu killen. Also ich finde die Fernsicht, also ich bin jetzt nicht so Firewolf, sorry, aber bin jetzt nicht so der Sniper. Ich auch nicht, deswegen gebe ich sie dir. Aber die Fernsicht finde ich geil, dass ich jetzt zum Beispiel in der Tankstelle auf der anderen Seite der Insel gucken kann und theoretisch gesehen den Loot sehen könnte. Ich finde es aus wie ein Fernglas für ein Spiel. Das, ja, ein Fernglas, auf jeden Fall, das wäre eine super Sache. Kann man den eigentlich erschießen? Jetzt verpissen wir uns, würde ich sagen, aber ganz schnell. Ja, warum? Wir packen uns den jetzt. Ja, aber dann ist der Loot vorbei, ne? Bandagen, sehr gut. Mal kurz auf die Map gucken, wo ihr seid. Ich hab eine und jetzt hau ich hier ab. Seid ihr im Haus? Ich bin hier oben, vielleicht seht ihr mich, ich sehe euch beide laufen. Ja, da, ne? Habt ihr einen Spieler in der Nähe oder was? Nee, aber mit Sicherheit sind ja ein paar. Also ich sehe nichts. Nimm meine Waffe, Alter, du musst mich schießen. Ich hab nur 5 Schuss. Mach den Kopf, was du machst, wenn 6 Gegner kommen. Also ich sehe nur diese ganzen Zippels hier rumfliegen, die Blätter und sowas. Dann siehst du eigentlich keinen Spieler. Ihr seid ganz oben, ne? Ja. Sagt an, bevor ihr hochkommt sonst, ne? Ja, wir kommen hoch, ne? Okay, ich wär's jetzt tot, wenn ich nicht in deinem Team wäre. Ich muss mal ein Stück Quellwasser nehmen. Und die Sex ist ganz oben? Ja. Ich zeig, dass wir jetzt kommen, ne? Muss ja auch mal sein. Ich habe noch nie ein Bier getrunken im Let's Play. Jetzt habe ich meinen ersten Schluck Bier genommen. Ihr seid dabei bei der Premiere. Hard. Wahnsinn. Ein Like dafür. Applaus. Ein Like dafür. Nein, Alkohol ist ungesund und schädigt euren Leber. Wohin? Wollen wir nach Westview? Nach Rivers? Ja, man muss ja nicht übertreiben, dann passiert uns nichts. Alter. Ihr seid, oh. was,
Ey, hast du das geworfen, das Leuchteding? Ja, ne? Ja, hier, guck mal. Habt ihr das Viech geholt, oder? Ja, Mann, ich bin am Arsch. Oh, ihr seid schon oben. Ey, tötet den mal, wenn er könnt, irgendwie. Wo denn? Ja, warte, wenn der hier guck hochkommt, mal, guck ja. Guck mal, wo ich hier sitze, Alter. Hinter dir! Ey, wo kommt denn her? Da rotzt mir einfach an, das Schwein. Nicht, du bekloppt, doch nicht mit der DR drauf schießen. 75 Leben verloren, 75! Komm jetzt mehr, oder was? Anspuckt. Jetzt kommt doch. Ja, ich hab ein Küchenmesser, macht euch keine Sorgen. Wieso willst du es nicht anschießen? Ja, aber mit der Pistole oder so. Wäre taktisch. Ja. Ich bin richtig am Arsch, ne? Also by the way. Ja, würde ich sagen, laufen wir mal vorwärts. Ja. Wo wollen wir denn hin? Oh, nice, Alter. Lakeside? Ja, da kommen jetzt aber ein paar, ne? Wo seid ihr? Oh, hilf mir. Es ist einer, der schreit die ganze Zeit schon da unten rum. Der spawnt sich nur ein bisschen buggy hoch. Ach, deswegen jetzt laufen wir dem jetzt entgegen, oder was? Ja, wisst ihr, wo gerade war, Mann? Außerhalb vom Haus, Alter, an der Wand habe ich gesessen. Was runtergefallen. Jetzt ist er links bei mir. Hört doch mal auf mit den Flares. Scheiß Flair-Dinger, ey. Das lockt die auch an. Ey, die kannst du nicht verkaufen. Ja, deswegen, ja. Ehrlich? Das lockt die an? Ja, aber meines Wissens warte mal, ja, was willst du, wenn ich das hier mache? Ich zeig dir, wie es aussieht. Okay, doch nicht so spektakulär. Ah! Ey, warte, ich hab nur eine Frag-Grenade. Die werfe ich auch mal. Gib die mir, ich werf dir den Typen an den Kopf. Nein, mein Scherz, ich hab keine. Schade. Okay, dann. Typen mir oder was? Ich hatte welche und dann wurde ich gekillt. Ich sitze in einem dunklen Raum. Die Flash, die haut aber schon ordentlich rein, mal ohne Witz. Das ist ein geiler Lichteffekt, doch. Wäre mal cool, wenn wir irgendwie an eine Safe Zone kommen. Hat irgendwer eine Handgun oder sowas für mich? Bitte was? Ob wer für mich eine Handgun hat? Sorry, nein. Nur Munition dafür. Ich kann dir unglaublich viele Netherteile. Hast du Munition? Zuschmeißen. Nee, Mann. 9 mm habe ich noch genug. Hast du mir ein bisschen? Ja. Ich habe nur 4 Schuss. Das sind 50. Toll, ich habe eine Crew. Ich habe eine Crew in der Hand, ey. Die habe ich schon. Ja, nicht schlecht. Seit einem Patch nicht mehr in der Hand gehabt, ne? Das ist. Ich bin ja auch ein Noob-Player. Was soll ich machen? Gefühl, dass wir gleich richtig abgezogen werden. Hoffentlich. Ey, sag mal ruhig, Alter. Dann passiert das immer. Die Skills gestern, ey, wir sterben 100% gleich. Das Problem ist, ich habe einen größeren Rucksack auf jetzt. Ist der Tod ist eigentlich vorprogrammiert. Sobald ich den Rucksack über grün hab, ist also bei mir der Tod vorprogrammiert. Laufen, danke. Und noch viel schlimmer ist, dass ich morgen arbeiten gehen muss und wir gleich 1 Uhr haben. Wie viel Uhr hast du Schichtbeginn? 8 Uhr. Viel Spaß. Bis 8 Uhr morgens. Von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens. 24. Unten. Oh ja. Das war hart. Aber ist ja Samstag, da sind die Leute ja immer ganz ruhig. Vor allem die jungen Leute, die machen ja nichts. Ne? Nee. Da hat man oh, diese, Alter, da hinten sind 3 Watcher. Ha? Bier. Ja. Bier? Ich bin versucht, dorthin zu gehen. Könntet ihr die nicht mit dem Sniper wegholen? Dann kommen die her. Nein, das schaffst du nicht. Also dann kommen die. Du weißt ja, ob das One-Hit-Kill ist, ne? Kann sein, dass der dann losrennen und dann rennen alle los. Obwohl die Watcher gar nicht so schwer sind, ne? Ne, ich finde die eigentlich easy. Nee, aber One-Hit-Kill geht. Die oh, Sniper macht ihr schon. Schreibt mir denn jetzt eine Nachricht, also bitte. Ja, wo seid ihr eigentlich? Das ach, Haus das hier links, wenn ihr da hochgeht, also nach ganz oben, ist dann ist meistens Hammer viel mit. Ja? Jo. Was ist das? Ja, dann lass doch mal hoch. Ziemlich viel. Ist dann auch für Sniper recht einsetzbar. Lass ich erstmal die Sachen wegbringen, oder? Ja, wäre ich auch dafür. Ja, okay, dann. Wer hat denn da seine Taschenlampe an? Nee, bitte. Bist du jetzt aus? Nee, du hast sie an. Ach lol, wo ist die Eklid jetzt? Wenn ich sie anhabe. Machst du sie aus. Okay, komm. Ey, kommt Zicksucht aus Berlin? Hm. Hört man gar nicht. Ja. Warte, Ach, bist du nur fast 600 Kilometer weg von mir? Nee, woher kommst du denn? Zurzeit wohne ich in Hannover. Recklinghausen, nee, Hannover. Nordrhein-Westfalen. Es ist eine Mega-Metropole, Leute. Ihr kennt doch Recklinghausen, oder? Wie viel der 100 Einwohner? Mal mehr sagt 90 bis 100.000 haben wir mittlerweile. 6.
Ja, das geht ja sogar. Ja, der Kreis ist. Ja, wo seid ihr? Ja, wo seid ihr? Ach, hier. Immer die Straße lang. Aber nicht oben drauf, sondern unten drunter. Ich gehe immer so seitlich lang, also direkt oben nicht, aber die Erhöhung nutze ich doch gerne, um mir einen Überblick zu verschaffen. Aber direkt drüber, wie ich jetzt gerade mache, mache ich sonst eigentlich nie. Weil das ja eher taktisch unklug ist. Na gut, du wirst ja von jedem gesehen. Ich erwähne ja nicht selten, dass ich ein super Spezial-Supersoldat war. Bei der Artillerie. Genug Informationen. Na ja gut, die Artillerie, die steht ja ganz weit hin. Nein, ich war aber Beobachter. Ne? Beobachter und Offizier war ich. Also wir waren immer ganz vorne mit der Kampftruppe. Und die haben sich dann abgerödelt und ich durfte in meinem Panzer schön gemütlich mit dem Fernglas sitzen. Klingt doch nach guten Felden. Genau. Okay, da vorne ist die Safe Zone. Sieht gut aus, keine Camper, soweit ich das sehen kann. Ja, bei der Serverfülle 21, oh, ist über mehr geworden. Die ist umkämpft. Ach du Scheiße. Nein, ja, dann geht's, ja, dann geht's weiter nach Museum. Ja, ja, wir haben schon unseren Weg, ne? Was haben wir denn da hinten? Ja. Vielleicht der Loot? Am besten ich will dir ganz kurz was zeigen, Tim. Wo bist du gerade? Hinter euch. Ich muss dir was zeigen, wenn ich es denn spontan finde. Lass mal hier links am Haus langlaufen. Nee, lass doch MTO hier hingehen. Also wenn ihr durch die U-Bahn geht, kommt ihr direkt dorthin, ne? Ja, lass mal U-Bahn gehen, also geh U-Bahn jetzt, ne? Ich würde aber, dann gehen wir die nächste runter, aber ich will euch was zeigen. Kurz einen Bug, wenn es hier noch gibt. Aber warte mal, da war doch irgendwas mit Autos und zielen und dann vom Auto runtergehen. Oh, was ist das denn? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Was denn? Das habe ich beim anderen Let's Player, ich kann ihn ja wohl nennen, denke ich mal, hier einen Sturz gesehen, die zielen und dann gehst du vom Auto runter. Und dann siehst du immer in der Mauer oder sowas, keine Ahnung, ganz seltsam. Kommt ihr? Da kriegt er nicht gebacken. Also ich bin U-Bahn, ne? Auf mich müsst ihr nicht warten. Vor uns ist jemand in der... Ach, du bist gerade reingegangen, gut. Ja. Ich will dir kurz was zeigen, Tim, wenn es noch geht. Ja, ich laufe dir hinterher. Ja, geht noch. Lass, wir kommen runter jetzt. Wo bist denn du jetzt? Ja. Ach so. Lauf mal hier in diese Tür rein. Was soll das denn? Oh Gott, guck mal, was ist das denn? Oh Mann, ey, du weißt, ich mach doch gerade ein Video. Ja, mein Gott, ist ein kleiner Fehler. Gibt Schlimmeres. Man kann nicht rausschießen, aber auch nicht rein. Okay, ja gut, dann ist das ja egal. Wo komme ich denn wieder raus? Einfach wieder durch ja, die Tür. Da sehe ich. Ach du Jemme, wie entdeckt man denn sowas? Ach, keine Ahnung, durch Zufall mal gegengelaufen. Wurde mir gezeigt. Mit so einer Küche oder so? Okay, wir kommen in die U-Bahn. Ey, was denn für ein Bug mit so einer Küche? Nee, man konnte zu einer Tür laufen. Da bist du in den Gebäude drin, aber das sieht dann halt ziemlich verbuggt aus, ne? Als würdest du in einem Glashaus stehen. Genau. Okay, wir sind jetzt in der U-Bahn. Wo seid ihr? Die sind schon vorgerannt. Da zeigt der Feuerwolf mir Sachen. Das darf ich doch gar nicht in dem Video geben, sowas. Das gebe ich den Leuten nur Tipps, wie sie verstecken. Ich hab's gefühlt, ich bin das nächste Mal reingesetzt, da 20 Leute. Muss einfach, kannst du raus, sagst, Rechner war abgekackt, musstest du jetzt schneiden. Nein, gut ist, dass man da dann nicht rausschießen kann, wenn das stimmt, dann ist das ja egal, dann ist es halt ein Bug. Normalerweise ist es ja noch Safe Zone Gebiet, soweit ich weiß, von daher. Ja, ist halt einfach lustig, sowas zu finden. So, Ausdauer nicht verbrutzeln. Und da muss ich meinen Zuschauern noch sagen, wenn die überhaupt so lange das Video gucken, das läuft mir jetzt seit 24 Minuten. Was schon? Mein Headset ist so eng wie eine Schraubzwinge und zerstört gerade mein Gewebe an den Ohren. Es tut Hölle weh, das Ding. Und es hat 25 Euro bei Mediamarkt gekostet. Weil ich habe sonst nie ein Headset auf. Genau, du nimmst doch eigentlich ohne auf, denke ich. Ja, aber ich mach's wegen den Teamspeak jetzt, dann muss ich ein Headset. Und mein Kind schläft, also. meine Frau schläft. Ich sollte schlafen, weil ich morgen arbeiten muss. Okay, wir sind jetzt draußen. Schüsse, seid ihr das? Ja, das sind auf jeden Fall nicht wir. Okay, nicht wir. Muss ich mal kurz Ich war's sagen. Nicht. Das hat sich eher nach einer Mac Komm. Angehört oder so. Ja, Pistole. Klang wie eine Glocke. Ich renne jetzt in die Safe Zone rein und wenn ich davor sterbe, dann raste ich aus. Ich mach dann mit. Ich
bin drin. Aber ich bin auch drin. Hier ist nichts, Tim. Alles gelootet. Ja, ich sehe schon. Das ist auch kein gutes Zeichen. Dann würde ich sagen, rennen wir einfach rüber. Ausdauer habe ich voll. Oh. Oh, ein bisschen... Gehen wir so rechts rum. Das ist normalerweise sicherer. Aber ich möchte nicht genau neben dir laufen, weil wir, vielleicht okay, die Chance haben, sich gegenseitig zu decken. Okay, doch jetzt. Warte, ich kann dich schützen. Ich bin protected. Kugelschild. Safe. Revelations. Sauberst. Ah, hier sind auch noch zwei Kollegen. Ey, guck mal. Und der Jansen. Ist das ein geiler Name. Zum Beispiel, mit dem muss ich ja mal begrüßen mit. Hallo. Mit zwei N. Nee, Jansen. Ja, bitte. Den muss ich ja immer noch Hallo sagen. Also bei so einem coolen Namen. Das kann ich gar nicht lesen, ob er antwortet. Hi. Was habe ich denn jetzt? Was machen wir überhaupt hier? Keine Ahnung. Ich kann euch Knochen anbieten und ey, verkauft mal einen grünen Rucksack. Netherteile nehme ich sehr gerne. Dann hau sie dir rein. Ich würde die auch sammeln, aber keine Lust. Warte, komm mal kurz zu mir. Ich hab noch was Schönes für dich. Noch mehr Schönes? Ja, hier hinten. Etwas abseits, links von dir. Links von dir. Nein, Fritzig. Falscher. Nein, der Fritzig. Hier. Ich muss über den Namen lachen. Wo bist du? hinter dir. Hinter mir? Achso, da. Es ist meine Lieblingsmiliwaffe. In allen verdammten Zombie-Survive-Spielen. Was denn für eine? Das Katana. Das ist so eine geile Waffe. Hat er mir ein Medikit? Tatsächlich hat er mir ein Medikit kredenzt. Braucht einer ein Waffenteil? Ich hab... Was hast du denn? Handgriffpistole, Handgriffschrotflinte. Ich hab ein Rifle Frame. Ich hab ein 45er Barrel. Also noch Rifle ein... und so nehme ich erstmal alles, was du hast. Hast du schon gesteckt? Barrel, ja, hab ich erst gesteckt. Eins, ja, außer die Shotgun Frame, die nicht. Das hab ich eigentlich. Ich hab noch einen Silencer. Einen ganz normalen Silencer? Ja. Könnte ich den eventuell haben? Aber sowas von... Kann ich ihn jetzt rauswerfen? Du siehst mich ja. Ja. Nicht, dass ich an der Cloud... Danke. Ah, Jansen, hast du danke, danke. Jansen gibt schon Gummi hier. Noch einen Teil? Hast du noch einen Zweifachscope? Nee, das habe ich, glaube ich, heute alles... Ich hatte vier Stück abgegeben. Zweifachscope habe ich. Könnte ich dir geben, wenn du willst. Oh, ich hab tatsächlich noch einen Katana im Acker. Mal beim Russen schauen. Ey, wie sieht meine Maske aus? Mal hier für Weizen. Auffällig. Auffällig? Also ich bräuchte einen Zweifach-Scope, einen 5,56 Lauf. Wenn das jemand hätte, wäre das super. Also ich hab... Ja, aber den Lauf 5,56 habe ich noch nie gefunden. Kein Witz. Der ist relativ häufig sogar. Nein, ich finde immer nur... Ich habe den ja, warte mal. Der Silencer ist sehr selten. Ich hab immer 7,62 mm. Also mehr. Scope kann ich dir jetzt droppen, wenn du willst. Das wäre super. Das ist aber jetzt fallen, ne? Muss jetzt reagieren. Ja, okay. Dass der Jansen kommt. Und der Fritzig, der gibt auch ganz schön Guts. Der möchte auch einen Lauf, der möchte abpressieren. Geil, schon übel. Diese Maske hier, die ich jetzt aufziehe, ne? Diese Gasmaske. Ja, die sieht richtig geil aus. Die zeigt mir im Inventar schwarz an, aber die ist weiß. Ist das richtig? Die ist gelb. Nee, ich habe jetzt eine andere aufgezogen. Jetzt hast du eine schwarze mit grünen Filter. Die ist gelb. Ja, aber so Gold ist die bei mir. Ja gut, Gold-Grün, ne? Das ist halt dieses Militärtarn. Ja. Jetzt hast du so eine... Ja, sieht aus wie von... Ist die schwarz? Die ist jetzt schwarz, ja. Aber dann also kommt nämlich halt in der Inventaransicht zeigt sie mir weiß an. Also ich habe noch zwei Motorradhelme zu verschenken. Auch noch einen hier. Will einer Motorradhelm haben? Vielleicht will der... Wollt ihr einen haben? Mal. Also einen möchte ich gerne doch den Fritzig oder den Jansen schenken. Mach das doch. Nein, warte, ich habe zwei. Mal der Sexsucht einen. Warte. Oder wollt ihr beide einen? Will irgendeiner einen haben? Nee. Hier ist einer. Ich hab schon. Grave, nimm ihn. Und sonst aber so keiner einen? Sonst, dann ich hab schon. Ich hab schon, danke. Schmeiß ich den beiden, jetzt guckt euch das an. Ne, leg ihn weiter weg. Leg ihn weiter weg, ja, genau. Wir müssen wieder hinrennen.
Nein, die ganzen haut, ab. Ach nee, der will das Ding haben. Nee, warte mal, hier. Hier lege ich ihn hin. Die sollen beide gucken. Scheiße, der guckt nicht, der Penner. Doch, doch, jetzt. Jetzt, warte. Drop. Und jetzt renn weg. Da, die misstrauen mal, dir. Ich glaube, da ist eine Bombe drin oder so. Man sieht das aber auch gar nicht. Guck mal, der liegt da einfach nur blöd. Jetzt pass auf, ich stell mich mal davor. Warte mal. Musst du mal, leg mal hier hin, hier so in der Mitte. Jetzt kommt er, oh. Jetzt kommt er. Da kommt der gierige Jansen. Ja, warte mal, warte mal. Also jetzt pass auf, Der Jansen, zack, Alter, zack, ist er weg. Das pass auf, jetzt setzt den auf und ist ganz stolz. Guck mal, guck mal. Oh nein, jetzt hab ich den in meinem Bild. Ja. Oh, das ist ein Bug, ne? Ja. Weil der muss den, was muss der mit dem machen? Der muss den aufsetzen, ne? Ich hab einmal ins globale Inventar legen und dann rausnehmen. Ja, aber ich kann ja nichts machen. Und ich mir den selber wegpack? Doch, ich hab den jetzt bei mir in der Fratze. Oh, das ist ein blöder Bug. Ja, wieso, kann man die eigentlich nicht verkaufen? Ich hab 12 Stück davon. Wieso? Kannst du nicht verkaufen. Das ist aber blöd. Nein, aber ich würde sagen, Dankeschön fürs Mitspielen. Ich beende jetzt das Let's Play, also die Aufnahme, besser gesagt. Wir zocken natürlich noch ein bisschen weiter. Und ja, danke fürs Zuschauen. Winkt mal, ne? Sag mal alle tschüss. Winke, winke.